Danke, Herr Präsident. Hohes Haus, also was die Datenverwertung bzw. schnelle Pannenhilfe betrifft, sind wir natürlich bei diesem Antrag dabei, weil es tatsächlich wichtig ist, dass sich also Hersteller nicht irgendwelche Monopolstellungen verschaffen und dann das dazu führt, dass also Pannendienste wie der ÖAMTC oder der ARPÖ nicht in der Lage sind, Fahrzeuge schnell von Pannen zu befreien bzw. irgendwie abzuschleppen oder sonstiges. Also eine ganz, ganz wichtige Maßnahme. Ich möchte aber trotzdem ganz kurz die Gelegenheit für eines nützen, und zwar für den Umstand darauf hinzuweisen, dass wir generell ein Datenthema bei den Fahrzeugen haben und dass die Europäische Union auch hier aus unserer Sicht massiv überreguliert. Es werden Telemetriedaten mittlerweile an die Europäische Union weitergesandt. Es ist so, dass auch Spritverbrauchsdaten weitergesandt werden und so weiter. Und für mich ist das ein Hinweis darauf, dass man irgendwann mal darüber nachdenkt, einfach Fahrzeuge dann nach dem Verbrauch zu besteuern und hier weitere Kosten auf die Bürger zukommen. Genauso gehe ich davon aus, dass man auch schlicht und ergreifend ein GPS-Tracking durchführt und dann nachmessen kann, wie schnell jemand eine Strecke gefahren ist. Also alles das sind Dinge, auf die wir uns trotzdem nochmal konzentrieren sollten und wo wir wissen müssen, ob wir das auch in dieser Art und Weise so haben wollen. Vielleicht noch etwas, und das zeigt wiederum einmal diese sensationellen Bauchflecke auf, die diese Bundesregierung ständig hinlegt. Es hat erst kürzlich eine Anschaffung gegeben von chinesischen Fahrzeugen, die im Prinzip nichts anderes sind als fahrende Wanzen. Das heißt also, man hat ja die EDV-Techniker nachgewiesen, dass also diese Fahrzeuge im Prinzip ständig gehackt werden können, dass man ständig aufzeichnen kann, was in diesem Fahrzeug gesprochen wird, dass man die Außenkameras, die Einparkkameras dieser Fahrzeuge auch als Überwachungskameras nutzen kann und vieles mehr. Also ich glaube tatsächlich, hier wäre es wichtig, dass wir nicht unsere Spitzenbeamten in solche Fahrzeuge setzen, die im Prinzip ein Sicherheitsrisiko sind, sondern hier, glaube ich, sollte man wirklich einmal einen Riegel vorschieben und dieser Big-Data-Sammlung, die da stattfindet, auch entsprechend entgegentreten. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir unterstützen den Antrag, nichtsdestotrotz, aber bitte sind wir auch auf dem Datenauge nicht blind.